Lammzeit bei Familie Beers im Neufelder Koog. Die frisch geborenen Lämmer brauchen erstmal Milch und Ruhe mit ihren Müttern. Der Hof liegt direkt an der Elbmündung, an der Nordsee, umgeben von Deichen und weiten Weideflächen, die erst vor rund 100 Jahren der Nordsee abgerungen wurden. Seit 3 Generationen lebt die Familie hier, zusammen mit ihren Schafherden. Also das ist ja unsere Existenz. Mein Großvater ist hier mal angefangen. Also die Fläche, die Deiche vor Ländereien, das ist praktisch im Grunde unsere Existenzgrundlage. Also da letztendlich baut unser ganzes Tun und Handeln auf dieser Fläche auf. Wir sind hier standortgebunden, haben hier unsere Gebäude, können also auch nicht so viel hin und her switchen und hoffen natürlich, dass diese Flächen uns lange erhalten bleiben. Die Stallungen haben in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Nutzung vieler Weideflächen ist nur noch begrenzt möglich. Die kommen zum Ablamm im Stall. Das ist ganz wichtig, dass sie während der Ablammphase im Stall sind, dass wir sie dann unter Kontrolle haben. Wir haben einen Teil der Herde, die schon Weihnachten anfängt zu lammen im Moment. Das kann auch sein, dass die ein bisschen länger drin bleiben, wenn das Wetter nicht so prickelnd ist im Januar, Februar. Dieses Frühjahr war ganz gut, da sind die auch ziemlich schnell wieder rausgekommen. Und sonst versuchen wir sie eigentlich draußen zu halten. Einiges ist ein scharfes Tier, was draußen gehalten wird. In der Lammzeit guckt der Schäfer fast stündlich nach den hochtragenden Tieren. Denn es ist wichtig, dass Lamm und Mutter nach der Geburt erstmal eng zusammenbleiben und Kontakt aufnehmen. Draußen klappt das meistens, doch im Stall ist manchmal zu viel Gedränge. Doch, die können viel alleine und wir versuchen das auch, dass sie das alleine machen. Aber sie müssen dann ja, sobald sie fertig sind mit der Geburt, kommen sie in diese Einzelbox, dass Mutter und Kind zusammen ihr eigenes Areal kriegen. Das ist ganz wichtig, damit da so eine Mutter-Kind-Beziehung vernünftig aufgebaut wird. Und wenn sie dann fit sind und die Lämmer schön Milch getrunken haben und sie richtig fit und agil sind, dann kommen sie wieder zurück in die Gruppe, so wie die dann nehmen. Im späten Frühjahr, kurz vor Ostern, wird bei Thorsten Beers ein großer Teil der Lämmer geboren. Auf sie wartet die Sommerweide. Das wird immer so schnell verwechselt, dass die Lammzeit praktisch ja normalerweise im März ist an der Westküste. Und dass man denkt, glaubt, das Lamm, was im März geboren wird, kommt Ostern auf den Tisch. Das ist natürlich totaler Quatsch. Erstmal kommen die Schafe und ihre Lämmer in eine große Gruppe und später auf die Weide. Im Hofladen verkauft Dorte Beers dann das Fleisch der im Vorjahr geborenen Lämmer. Als passionierte Köchin weiß sie, wie vielfältig sich Lammfleisch zubereiten lässt. Ihren Kunden gibt sie immer ein Rezept mit auf den Weg und hat jedes davon selbst zu Hause ausprobiert. Viel tiergerechter kann Fleisch hierzulande kaum heranwachsen, von der frischen Umgebung mal ganz abgesehen. Von der Fleischqualität der Lämmer aus dem Neufelder Koog ist Dorte Beers überzeugt und von ihren Rezeptideen auch. Ihr Hofladen hat sich zum Geheimtipp an der Nordseeküste entwickelt. Osterlämmer sind also meistens schon fast ausgewachsene Schafe, die noch ganz zart schmecken.